Hallo Welt und alle, die sie bevölkern. Heute habe ich ein Pokémon-Team dabei, das auf Tieren basiert, welche leider aktuell vom Aussterben bedroht sind. Laut der Weltnaturschutzunion IUCN sind schätzungsweise mehr als 42.000 Tierarten vom Aussterben bedroht und der Verlust der Artenvielfalt ist nicht nur eine traurige Realität, sondern kann auch unser Ökosystem ernsthaft und nachhaltig gefährden. Für die Folge habe ich mir 6 Pokémon rausgesucht, die aktuell von der WWF und der roten Liste von IUCN als gefährdet angesehen werden. Die Links und mehr Infomaterial findet ihr in der Videobeschreibung. In der heutigen Episode sind folgende Pokémon dabei: Commandutan, Normifin, Baujian, Kubuin, Ursaluna und Vivillon. Commandutan stellt hierbei den Borneo-Orang-Utan dar. Wie der Name schon verrät, tauchen diese nur in Wäldern von Borneo und Sumatra auf, also Indonesien. Bedroht werden sie leider, weil Wälder zur Holzgewinnung gerodet werden und ihr Lebensraum damit verkleinert wird. Normifin soll heute den Hektordelfin darstellen. Dieser ist in den Gewässern um Neuseeland verbreitet und gilt als der kleinste Delfin der Welt. Leider sind die Hauptbedrohung hier die Netze der Fischer, an die die Delfine sich verfangen und ertrinken. Allerdings wurden schon seit Jahrzehnten immer wieder Schutzgebiete festgelegt, in denen das Fischen verboten ist. Baujian stellt heute einen Schneeleoparden dar und kommt in zentralasiatischen Hochgebirgen vor. Leider sind diese Raubkatzen bedroht, da unter anderem die Pelze und die Knochen für traditionelle chinesische Medizin sehr beliebt sind. Kubuin soll den Galapagos-Pinguin darstellen. Auch hier verrät der Name schon, woher der Pinguin stammt: den Galapagos-Inseln. Als einziger Pinguin nördlich vom Äquator ist die Population hier unter anderem wegen den zugemüllten Ozeanen und aufgrund des Klimaphänomens El Nino geschrumpft. Das bedeutet simpel gesagt eine Zirkulationsanomalie im Pazifischen Ozean, der unter anderem dafür sorgt, dass die Wassertemperatur und die Luftdruckverteilung verrückt spielen. Und das Ganze mit weltweiten Folgen. Zufolge für die Pinguine bleibt die benötigte Nahrung und damit der Bruterfolg aus. Ursaluna stellt heute den Kragenbären dar. Dieser taucht hauptsächlich in Südostasien auf und wie bei einigen Tieren sind die Hauptprobleme die Zerstörung des Lebensraums und die Jagd. Einige werden sogar in Gefangenschaft gehalten, um den Gallensaft der Bären für traditionelle chinesische Medizin zu gewinnen. Und zu guter Letzt stellt Vivillon den Monarchfalter dar. Dieser ist in weiten Teilen von Nordamerika vertreten und gilt als der am besten erforschte Schmetterling Nordamerikas. Das Problem der Schmetterlinge ist der Nahrungsmangel, da Seidenpflanzen als Unkraut vernichtet werden. In den letzten 10 Jahren sank damit die Population um ungefähr 72%. Hier nochmal das Team in der Übersicht sowie der Leitteamcode. Probiert es gerne selbst aus und lasst gerne ein Like sowie ein Abo da für mehr Folgen Thementeams. Und damit auf in den ersten Kampf. Los geht's. So, los geht der Spaß gegen Ursaluna, Kripuk, Eisenhand, Silimbrim, Polaros und Lashuking. Das wird definitiv ein Bizarro-Raum-Team und hat ein, zwei Pokémon, die mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem Ursaluna. Das dürfen wir heute zum allerersten Mal hier auf meinem Kanal spielen. Ich bin mir aber ganz sicher, dass das nicht das letzte Mal ist. Super starkes, super cooles Pokémon. Da mein Gegner in den Bizarro-Raum will, muss ich mitspielen. Nehme Commandutan mit und gucke vielleicht, ob ich das irgendwie in irgendeiner Art und Weise aufhalten möchte. Vielleicht mit Kubuin, Ursaluna im Hintergepäck und dann mit Normifin. Vivillon und Baujian sind so ein bisschen dieser Modus, wenn wir schneller quasi sein wollen. Aber mein Gegner will unbedingt in den Bizarro-Raum. Ich habe nichts dagegen, deswegen können wir das ausprobieren. Wir machen wie immer zwanglose Kämpfe, wenn ich Pokémon dabei habe, die in bewerteten Kämpfen aktuell nicht erlaubt sind. Das gilt für Ursaluna und tatsächlich sogar für Vivillon. Wenn mein Wissensstand nicht veraltet ist, denn in Vivillon darf nur erlaubt werden, wenn es in Paldea gefangen ist und das Vivillon in Paldea muss immer grün sein. Jede andere Vivillon-Form ist meines Wissens nach nicht erlaubt, interessanterweise. Das ist interessant. Und ganz kurz, Grüße gehen raus an den Zuschauer Zephyr, der mir das Vivillon und ganz viele andere Vivillon-Formen zur Verfügung gestellt hat. Super nett von ihm. Es wird ziemlich sicher ein Mogelhieb kommen. Ich überlege gerade, wie ich das outplayen kann. Ich könnte Bizarro-Raum klicken und in Normifin einwechseln. Oder ich wechsle von Commandutan aus in Normifin und gehe auf Bauchtrommel. Das halte ich schon fast für die bessere Idee. Ich weiß nicht, auf wen er Mogelieb einsetzen will. Wenn er nicht auf Commandutan Mogelieb einsetzt, besteht die Gefahr, dass er seinen Bizarro-Raum nicht durchbekommt, weil ich ja auch potenziell Mogelieb, Bizarro-Raum einsetzen kann. Wenn er es auf Kubuin einsetzt, dann wird sein Tiefkühlkopf kaputt gehen. Ist in Ordnung für mich. Weil, wenn er jetzt Bizarro-Raum spielt, er geht auf Gena. Er hat wahrscheinlich selbst damit gerechnet, dass ich Bizarro-Raum spiele. Gena auf meinen Normifin ist absolut in Ordnung. Weil ich kann jetzt Zugabe einsetzen, das Eisenhand in, ja, Mogelieb einloggen. Und ich könnte durchaus Bauchtrommel einsetzen. Mein Gegner hat eigentlich nur die Möglichkeiten, mich aufzuhalten, indem er
mir mit Ableithieb Nahkampf irgendwie eine mitgibt. Und ich bin gerade super schnell. Sobald der Eiswürfel von Kubuin weg ist, ist Kubuin ein super schnelles Pokémon. Und mit plus 6 Angriff macht es natürlich jetzt auch betrachtlichen Schaden. Ich müsste jetzt eigentlich Zugabe durchbekommen. Eisenhand ist in Mogelieb eingeloggt. Also alles richtig gemacht, hätte ich jetzt gesagt. Problem ist natürlich, dass mein Normifin schläft. Aber es ist Normifin. Also ich musste es irgendwann spielen. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt eine gute Möglichkeit, Normifin auszupacken, wenn wir über bedrohte Tierarten sprechen. Ernstes Thema und ich finde es schön. In Schwert und Schild gab es ja auch so ein sozialeres Thema mit wohltätigen Organisationen. Kann ich auch nur empfehlen, da vorbeizuschauen. Und ich glaube, für jede Generation zumindest ein Thema zu haben, wo man mal aufmerksam auf etwas Soziales macht, finde ich durchaus schön. Vor allem, weil mein Hintergrund ja auch irgendwo dahin geht. Wir können jetzt Aqua-Durchstoß einsetzen und jedes Pokémon wahrscheinlich rausnehmen, was anstelle von Eisenhand rauskommt. Außer vielleicht Polaros. Ich überlege, ob ich mich Terra kristallisieren sollte. Ich glaube ja. Problem ist, er wird Gene einsetzen, ne? Geh mal auf Zugabe. Aber das wird diese Runde so oder so nicht klappen. Ich denke mal, er geht eher auf Gene. Aber wir nehmen mal Eisenhand raus. Beziehungsweise das Pokémon, das jetzt von Eisenhand weggerufen wird. Mal gucken, was es sein wird. Oh, perfekt. Sehr gut. Gena ist fehlgeschlagen, weil es gegen Normifin durchkam. Ich bin mir nicht sicher. Aber gut für mich, denn jetzt darf ich plus 6 Aqua-Durchstoß gegen dieses wundervolle Ursaluna setzen. Und das überlebt sogar. Aber der Heißorb. Der Heißorb macht es dann möglich, dass es dann wahrscheinlich besiegt wird. Nächste Runde dann. Wir gehen hier. Er kann kein Erdbeben spielen, weil er Lamus damit rausnimmt. Er hat keine Möglichkeiten, außer irgendwie einen Luftballon das wegzubekommen. Oder Lamus hat Terra-Typ Flug. Terra-Kristallisierung macht einiges möglich. Wir gehen mal auf Schutzschild und Schutzschild. Eine Runde Schutzschild ausstollen klingt durchaus vertretbar. Dann müsste ich aber gleich auswechseln. Weil dann kommt... Na, wobei, er muss ja dann Mogelieb spielen, ne? Ah, wie machen wir das? Gehe ich das Risiko ein und überlebe eine Attacke von... Na, ich gehe auf Schutzschild. Er wird sich selbst rausnehmen und das ist, glaube ich, eine gute Chance für mich. So, Schutzschild von Normifin. Gut, dass Normifin aufwacht. Oh, krass, dass Ursaluna das überlebt hat. Das sehe ich mit einem weinenden und gleichzeitig mit einem frohen Auge, weil, wie gesagt, ich spiele sehr gerne Ursaluna. Aber, dass er das überlebt hat, ist insane. Plus 6, einfach mal. Fassade kann nicht durchkommen. Hätte ich noch meinen Tiefkühlkopf, hätte ich wahrscheinlich sogar hier offensiv gehen können. Und der Heißorb nimmt Ursaluna raus. Perfekt. Läuft gut. Läuft sehr, sehr gut. Schön, dass wir auch gegen ein Bizarro-Team kämpfen müssen. So häufig habe ich Bizarro tatsächlich nicht gesehen. Ursaluna hat Bizarro tatsächlich sehr gut wiederbelebt. Ein bisschen auch Polaros. Polaros ist ein sehr, sehr gutes Pokémon im Bizarro. Mein Gegner will jetzt definitiv Mogelieb einsetzen. Ich habe keine Möglichkeit, das aufzuhalten. Wie lange geht noch der Bizarro-Raum? 2 Runden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, okay. Dann gehen wir hier auf Zugabe gegen ihn hier. Dann ist er in Gena eingeloggt oder was auch immer er einsetzt. Und lassen Kubuin ditchen, glaube ich. Ich denke mal nicht, dass er mehr schafft. Und wenn er jetzt gleich wieder Mogelieb einsetzt, den Fehler macht, gehe ich wieder auf Zugabe. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Machen wir das. Er geht auf Gena wieder gegen Normifin. Der kleine Delfin leistet Arbeit. Also muss man ja so sagen. Und kein Mogelieb, sondern Ableithieb. Er hat keinen Bock mehr auf den Pinguin. Kann ich nachvollziehen. Normifin hat bisher echt viel Pressure aufgebaut. Einfach nur durch Zugabe. Damit ist jetzt er in Gena eingeloggt. Ist nicht die beste Attacke, eingeloggt zu sein für mich. Weil jedes Pokémon jetzt eingeschläfert werden kann. Aber ich habe sowieso die Intention auszuwechseln. Weil jetzt kommt die böse Kombination. Ich habe ja extra geguckt, wie viele Runden ich noch habe. Ich werde jetzt auswechseln in Kommandutan. Kommandutan hat Telepathie als Fähigkeit. Was bedeutet, er kann nicht von Attacken getroffen werden, die von den eigenen Teammates auskommen. Und wenn wir das mit Erdbeben kombinieren, würde ich behaupten, dass da sehr viel Schaden bei rumkommt. Wir könnten es auf Nummer sicher spielen und sagen, wir gehen in dieser Runde auf Schutzschild. Ich glaube, das würde ich sogar bevorzugen. Wobei,
Ganz im Ernst, so ein fetter Erdbeben. Das müsste eigentlich richtig reinknallen, auch wenn noch nicht Adrenalin aktiviert ist. Für alle, die sich gefragt haben, wieso zum Henker hat sich das Ursaluna vom Gegner verbrannt, das wird meinem Ursaluna auch passieren. Das liegt an Heißorb. Heißorb verbrennt den Träger und normalerweise würde die Verbrennung dann den Angriff halbieren, aber wenn man Adrenalin als Fähigkeit hat, bekommt man 50% mehr Angriff dazu. Das gilt auch für eine Vergiftung oder eine Paralyse, sowas in der Art, in diese Richtung. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Schaden bei rumkommt. Es kommt nochmal Gena durch, das ist absolut in Ordnung. Ich kann gleich wieder durchcyclen. Ich wollte nur nicht sehr effektiv von einem Ableithieb getroffen werden, weil ich nicht wusste, wer schneller ist, Eisenhand oder Ursaluna. Mein Ursaluna hat so wenig Initiative wie möglich. Erdbeben kommt durch und das ist dann das Ende. Das ist dann das Ende für mich. Donnerschlag, okay. Verdrehte Dimension ist wieder normal. Hier kommt jetzt die Verbrennung, von der ich geredet. Okay, ist ein interessanterer Kampf, als ich gedacht hätte. Ich dachte, ich könnte jetzt hier gut durchsweepen. Wait, Gena kann ja gar nicht durchkommen gegen Ursaluna. Ich bin ja verbrannt. Ursaluna ist einfach ein wundervolles Pokémon, habe ich gerade nochmal realisiert. Die Frage ist, was machen wir? Wir können Kommando einsetzen und Erdbeben. Kommodotan müsste das schnellste Pokémon sein. Er darf dann Kommando auf mein eigenes Pokémon einsetzen. Und kurze Erklärung zu Kommando, weil nur Kommodotan das erlernen kann. Kommando kann man auf jedes Pokémon auf dem Spielfeld einsetzen. Und das Pokémon, das man auswählt, darf die zuletzt eingesetzte Attacke nochmal einsetzen. In diesem Fall ist es Erdbeben. Und das bedeutet ein besiegtes Eisenhand. Und gleich darf Ursaluna nochmal angreifen. Heißt also, zweimal Erdbeben in einer Runde. Deswegen ist es ein sehr guter Partner mit Ursaluna, Kommodotan. Andere gute Partner sind Farigiraf. Cresselia ist richtig, richtig gut mit Ursaluna, weil es auch Schwebe hat. Und Servol. Da hat man einiges an Spielraum. Wobei Servol spätestens in Regulation D deutlich, deutlich schlechter wird als sonst auch. Wenn man ganz kurz über das Metagame reden darf oder meine Prediction, weil Gortrom jetzt da ist. Gortrom holt das Grasfeld raus. Crimanzo Servol, dieser Archetype, den ich sehr, sehr gerne ja gespielt habe, auf dem Kanal auch häufig gezeigt habe, der wird nicht mehr viable sein, weil Gortrom quasi das Grasfeld immer wieder rausholen kann. So, jetzt können wir das Gleiche tun, ehrlich gesagt. Wir können jetzt Kommando spielen. Ursaluna setzt Erdbeben ein und danach gehen wir auf Fassade. Super, super coole Kombination hier. Jetzt ist nur die Frage, in was er sich Terra kristallisiert. Boden. Okay, das ist in Ordnung für mich. Keine Resistenzen, die er damit aufbaut. Das ist das Ende. Damit haben wir schon mal sehr, sehr gut Ursaluna zeigen können. Ich habe Normifin zeigen können, das war mir wichtig, weil das hat mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Ich hatte erst Delfinator dabei, aber ich will jedes Pokémon in Thementeams einmal irgendwie mitgenommen haben. Und für mich war, wie gesagt, das die perfekte Folge. Wenn man über bedrohte Tierarten schon redet, dann die schwächere Art des Delfins mitzunehmen, passt, glaube ich, ganz gut. So, erst Erdbeben, dann Fassade und Ende im Gelände. Das war die perfekte Bewerbung für Ursaluna. Hat Gena gedodged, hat Schaden des Todes gemacht. Beeindruckend fand ich aber, dass das gegnerische Ursaluna einen plus 6 Aqua-Durchstoß von Kubuin überlebt hat. Also das war definitiv nicht schlecht. War sehr, sehr gut, eine sehr, sehr gute Runde für alle Leute, die Ursaluna mögen. Und das war die erste Runde. Wir sehen uns gleich in der zweiten. Und weiter geht's gegen Regieleki, Flatterha, Hutsasa, Heatran, Demeteros in seiner Tiergeistform und das gute alte Baujian. Baujian ist ein gutes Stichwort, das haben wir ebenfalls noch nicht gesehen. Allerdings hat mein Gegner ebenfalls sehr, sehr schnelle Pokémon. Heißt also, Bizarro-Rom lohnt sich doppelt. Baujian wäre ganz gut natürlich gegen Demeteros, aber Kubuin auch. Ich bin mir sicher, mehr Leute von euch würden lieber Kubuin sehen. Und Kubuin ist noch ganz gut gegen Hutsasa. Heißt also, wir können wieder in den Bizarro-Rom gehen. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass mein Gegner mit Hutsasa startet. Dann könnte es nervig werden. Aber nehmen wir die beiden mal mit. Normifin lassen wir dieses Mal zu Hause. Hat einen guten Job gerade im ersten Kampf gemacht. Also mehr, als ich erwartet hätte. Ist leider eines der schwächeren Pokémon aus Paldea. Delfinator hingegen ist natürlich absolute Klasse. Aber das ist die Vorentwicklung. Entsprechend auch der Evolit. Jetzt bin ich nur gespannt. Wenn er mit Hutsasa startet, könnte es schwierig werden. Weil Hutsasa ist so eines der besten Pokémon, um Bizarro-Rom aufzuhalten. Ich habe keine Schutzbrille drauf. Ich habe eher Mentalkraut, um Verhöhner aufzuhalten. Er startet tatsächlich mit Hutsasa. Okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich könnte Richtung Ich wechsle aus gehen. Ich könnte Richtung Schutzschild gehen. Und versuchen
nächste Runde Hutsasa rauszunehmen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dieses Heat schon hat Terra-Typ Pflanze oder Flug. Allgemein, das gegnerische Team sieht sehr aus, als würde da jemand sich sehr viel Gedanken gemacht haben, irgendwas, was Meta werden könnte. Das sieht sehr, sehr vernünftig aus. Ja, wie gesagt, in Showdown schon ein paar Runden gespielt. Ja, ich gehe auf doppelten Schutzschild erste Runde. Ist sehr passiv von mir. Mein Gegner macht das Gleiche, ist gar nicht so blöd auf seiner Seite, weil er damit seinen Terra-Typ nicht verrät. Weil wenn ich Erdbeben oder Schmetterer mal eingesetzt hätte, ich sag's euch, das hätte wehgetan. Ich kann jetzt leider noch nicht herausfinden, wer schneller ist. Aber ich will nur sehen, Pilzspore gegen tatsächlich Ursaluna. Ich hätte Bizarro-Raum for free spielen können. Jetzt kann mein Ursaluna, wie gerade, auch nicht eingeschläfert werden. Entsprechend wird die Pilzspore ziemlich sicher auch gegen Kommandutan kommen. Ich würde es aber trotzdem mit Bizarro-Raum probieren. Und wenn der Bizarro-Raum nicht durchkommt, oder ich gehe in Richtung... Ne, der Bizarro-Raum wird immer durchkommen, weil Fassade ziemlich sicher Hutsasa rausnimmt. Ich könnte Vividion reinholen, um Freundeshut zu spielen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Probieren wir das aus. Jetzt gibt es eine Fassade aufs Haus. Er muss halt um seinen Heatran fürchten, weil wenn da eine Bodenattacke kommt, ist Heatran sofort weg. Ist ein cooles Pokémon. Bin froh, dass es jetzt wieder in der Meta zurück ist, weil das wird auch so ein Pokémon sein, das Eisenabwehr einsetzen wird. Okay, der hat sehr viel Balls, dass er einfach mal vor meinem Ursaluna sich denkt, ich gehe auf Eisenabwehr. Okay. Hutsasa ist aber damit trotzdem raus. Und damit macht es mein Bizarro-Raum gleich einfach. Ich kann mir nur vorstellen, dass es reicht. Oh, scheiße. Okay, der hat's berechnet. Ja, das ist definitiv ein Team, wo sich der Gegner ein paar mehr Gedanken gemacht hat. Weil das ist, sieht 100%ig berechnet aus. Als würde er wissen, dass man Ursaluna genau, dass Hutsasa Ursalunas Attacke genauso überlebt. Ich gehe mal auf Pollenknödel. Und Erdbeben. Ich könnte auch auswechseln. Er hat Eisenabwehr gespielt. Ganz im Ernst. Terra-Typ. Boden, Erdbeben und dann ab dafür. Das ist immer noch vielfach effektiv. Auch wenn er jetzt gleich nochmal Eisenabwehr spielen könnte. Eisenabwehr habe ich auf Heatran nicht gesehen. In den letzten 1-2 Wochen habe ich sehr viel Heatran gesehen, aber doch keins mit Eisenabwehr. Ein Gegner wechselt aus. Könnte Flatterhaar sein. Genau, um die Fassade abzufangen. Damit heilt sich auch Hutsasa wieder hoch, weil es ja Belebekraft als Fähigkeit hat wahrscheinlich. Ist die beste Fähigkeit, die Hutsasa haben kann, vor allem in Doppelkämpfen. Jetzt kommt ein starker Erdbeben. Jetzt kommt ein sehr starker Erdbeben. Damit hat er technisch gesehen seinen Hutsasa geditcht. Und was ich gleich machen kann, ich muss gar nicht mehr Bizarro-Raum spielen. Wenn dieser Erdbeben ausreicht, wovon ich ausgehe, muss ich gar nicht mehr Bizarro-Raum spielen. Ich dachte schon lange, dass er eigentlich Heatran auswechselt. Weil Demeteros ist ja auch eine Option, um Bodenattacken auszuweichen. Oder Terra-Kristallisierung. Aber Erdbeben wird jetzt relativ sicher gegen Heatran reichen. Und eigentlich auch gegen Flatterhaar. Ja. Ladies and Gentlemen, das war Ursaluna in a nutshell. Gut, dass ich mich Terra-Kristallisiert habe, damit ich keine Kampfschwäche mehr habe. Ich habe es mehr wegen dem offensiven Gedanken gemacht, aber logischerweise, wenn er Eisenabwehr einsetzt, ist Body Press nicht weit entfernt. Der Instinkt hat dazu geschlagen und ich muss gar nicht mehr. Eigentlich, da ist sogar Demeteros. Mein Gegner hat das so gut eigentlich, also das Team erstellt, ist eigentlich ein schönes Team, was er da hat. Er hat es nur noch nicht richtig durchspielen können. Vielleicht hat er auch gerade erst angefangen und probiert ein bisschen aus Limit Testing. Könnte definitiv auch eine Option sein. Demeteros wird mein Ursaluna nicht rausnehmen können. Das heißt, ich kann doppelt angreifen mit Fassade, auch wenn ich jetzt nicht mehr den Adrenalin-Boost technisch gesehen habe, weil Bedroher durchkam. Es wird immer noch reinknallen. Und Demeteros, Terra-Typ Flug. Macht Sinn. Würde ich auch auf Demeteros spielen, weil Demeteros hat keine gute physische Flugattacke. Und damit bekommt er eine gute physische Flugattacke mit Terra-Ausbruch. Das sollte aber nicht reichen, oder? Ursaluna ist einfach ein Monster, ich sag's euch. Ursaluna ist einfach ein Monster. Es ist der absolute Shit, ich liebe dieses Pokémon. So genial. Sehr gut. Erdbeben wird jetzt wahrscheinlich
Nicht Huzasa rausnehmen? Nee, aber Fassade. Ist in Ordnung. Oder auch nicht, weil... Okay, dieses Huzasa hat 31 DVs in Initiative. Okay, das könnte den Kampf dann doch spannender machen, als ich gedacht hätte. Ah nee, er hat das gegen Komodutan eingesetzt. Okay, jetzt war ich gerade komplett verwirrt. Ich bin es so gewohnt, langsame Huzasas zu sehen, aber das war ein Huzasa mit 31 DVs in Initiative. Anders könnte es ohne Bizarro-Rom nicht schneller sein als ein Ursaluna mit minimaler Initiative. Also eine interessante Interaktion, die da gerade geschehen ist. Ich überlege, was ich mache. Zwei meiner Pokémon schlafen und eins davon ist Vivillon. Ich meine, Kubuin braucht wahrscheinlich zwei Eiskreise, um ihn rauszunehmen. Was ich aber machen kann, ist meinen Gegner ein bisschen auf Schach halten. Weil er weiß, mein Komodutan, das schläft gerade, wird noch eine Runde schlafen. Ich könnte hier in Richtung Bizarro-Raum gehen. Diese Runde ist es egal, was ich tue. Und Schutzschild. Einfach eine Runde austollen, damit der Schlaf von Komodutan weggeht. Und vielleicht dann gleich Vivillon rausholen. Terra Ausbruch kann nicht durchkommen. Würde aber auch erstmal den Eiswürfelkopf vom Pinguin kaputt machen. Ein spannender Kampf. Also man sieht das. Mein Gegner hat auf jeden Fall sich Gedanken gemacht. Wenn er dieses Team übt, dann denke ich mal, wird das ein sehr gutes Meta-Team, was er da hat. Sehr, sehr starke Pokémon. Ich finde Baujian ein bisschen fragwürdig in diesem Team. Aber ich denke mal, mit Demeteros könnte er da auch echt guten Schaden machen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das sogar ein physisches Regieleki. Man weiß nie bei Regieleki. Coole Sache, dass wir in zwanglosen Kämpfen doch echt sehr, sehr starke Gegner finden. Und nicht einfach nur, was sehr viele Leute schreiben, so Leute, die einfach nur legendäre Pokémon mitnehmen und damit spammen. Wir haben echt kompetitive und Leute, die auch gerne mal was ausprobieren. Sehr, sehr schön. Muss man ja auch mal gesagt haben. Wir gehen auf Kommando, falls wir aufwachen. Ich werde eine Attacke sicher überleben. Das heißt, ich muss noch nicht Vivillon reinholen. Vielleicht kriege ich Kommando durch. War ja schon im Zwangsschlaf. Und das Problem, das mein Gegner jetzt hat, ist, er muss irgendwie Kubuin aufhalten. Kubuin müsste jetzt aber schneller sein, weil sein Eiswürfelkopf kaputt ist. Und wenn Kommando durchgekommen wäre, wäre Ende im Gelände gewesen, weil dann zweimal die Attacke durchkommt. Ich kann es doch mal einsetzen, ich müsste schneller sein. Ein weiterer... Nee, er ist schneller. Das heißt, er hat einen Wahlschall drauf, richtig? Ah ja, wartet aber den Schutzschild von meinem Kubuin. Hat er sich verzockt und Eiskreisel nimmt Demeteros raus. War eine coole Runde. Das war ein guter Gegner. Er musste nur sein Team üben. Man hat gemerkt, dass er da noch nicht die ganzen Kalkulationen kannte, beziehungsweise wie man mit dem Pokémon vielleicht ein bisschen optimaler spielt. Also ich hoffe irgendwie random, dass ich dem mal in Ranked begegne mit 1:1 diesem Team, wenn er dann geübter ist und ich vielleicht ein seriöseres Team habe, weil es ist ein cooles Team, was er da hat. Und durchaus sehr viel Potenzial. Das hätte ich auch ganz schnell verlieren können. Also Ironix auf jeden Fall. GG, well played. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns gleich in der letzten Runde. So, zu guter Letzt müssen wir gegen Demeteros in seiner Tigersform, Regieleki, Ursaluna, Salmagnus, Kopidos, ein cooles Pokémon, ebenfalls auch Salmagnus, und Eisenbündel ran. Interessantes Team. Hatten kleine Ähnlichkeiten zu dem Team gerade. Durchaus viele potenzielle Meta-Pokémon in Regulation D. Wir müssen Baujian noch mitnehmen. Ich glaube aber, da das Team recht schnell ist, können wir auch Bizarro-Raum ausprobieren. Rückenwind wird mir hier nicht viel bringen, weil Eisenbündel da ist und Regieleki. Also das sind so mit die schnellsten Pokémon. Regieleki ist das schnellste Pokémon im Spiel. Da mit Rückenwind zu arbeiten, ich weiß nicht, wie viel das bringt. Vor allem, weil ich auch Ursaluna habe, das mit Rückenwind nicht unbedingt schneller sein wird. Baujian könnte hier ganz gut sein. Mal gucken. Gerade wo ich Kopidos sehe, möchte ich mal ganz kurz noch sagen, Galalavados ist auch, glaube ich, so ein Pokémon, das sollte man auf dem Schirm haben. Ich weiß, das kommt jetzt sehr random, aber Galalavados ebenfalls sehr, sehr interessantes Pokémon. Haben wir bisher noch nicht gesehen, leider, leider. Vielleicht kriege ich das irgendwie untergebunden, um zu zeigen, wie stark es ist. Weil bei Galalavados ist das Problem, es war schon in Schwert und Schild sehr stark, aber in Schwert und Schild konnte es nicht so stark sein, wie es hätte sein können, wegen brennender Zorn, weil Dynamaximierte Pokémon nicht zurückschrecken konnten. Brennender Zorn kann ja zurückschrecken lassen und beide Pokémon, weil es trifft ja beide Pokémon, und jetzt kommt es quasi wieder. Ich möchte das ganz kurz noch gesagt haben, ich habe gerade Kopidos gesehen und an Galalavados noch ein bisschen gedacht. Mein Gegner startet mit Demeteros und Regieleki. Er muss fürchten, dass ich einfach Eiskreisel einsetze und ihn wegbekomme. Ich könnte aber auch Ursaluna hier reinholen, direkt die Option nutzen.
weil er sich Terra kristallisieren konnte. Normalerweise haben wir ja gesehen, ist Terra-Typ Flug auf ihm recht beliebt. Könnte aber auch was Defensives sein. Die Leute probieren aus, das ist so schwer, Terra-Typen einzuschätzen aktuell. Deswegen gibt es ja auch die Open Team Sheets, wenn man an offiziellen Turnieren teilnimmt. Einfach nur, damit man da zumindest relativ sicher ist und planen kann, wie man dann den Kampf angeht. Mein Gegner holt direkt ganze Firepower raus. Eis. Hat er predicted, dass ich Ursaluna reinhole? Echt jetzt? Ne. Wie? Random. What the heck? Jetzt bitte nicht zurückschrecken. Okay. Holy moly. What? Das war insane von ihm. Wie zum Henker hat er damit gerechnet, dass ich auf den Spot vor allem Ursaluna reinhole. In der ersten Runde, ich hätte genauso auch Schutzschild einsetzen können. Respektabel, muss man fairerweise anerkennen. Scheiß die Wand an. Gehen wir jetzt auf Regieleki und Kommando. Mit Fassade sollte ich beide Pokémon rausnehmen können. Oder der hat einen Fokus, gut, das glaube ich nicht. Nee, perfekt. Sehr, sehr guter Play. Holy moly, ich dachte, ich komme da vielleicht sogar mit einem Dodge durch, dass er eine Elektroattacke einsetzt, aber direkt Terra-Kristallisierung und so confident einfach mal Ursaluna eine mitgeben. Beeindruckend. Gut gemacht von meinem Gegner. Bringt ihn nicht viel, Ursaluna. Es ist so schön, dass ich Ursaluna zeigen kann. Diese Folge ist nicht nur entstanden, weil ich auf ein Problem aufmerksam machen will mit den bedrohten Tierarten. Ein sehr ernstzunehmendes Problem. Sondern weil es das auch die Chance war, Ursaluna zu spielen. Und ich werde definitiv keine Chance weiten lassen, wo Ursaluna reinkommen kann. Außer ich muss irgendwie andere Pokémon mit einbinden, damit wir alle gesehen haben. Also das Bären-Team kommt auch irgendwann. Wahrscheinlich erst, wenn die DLCs kommen, weil es gerade nicht genügend gibt. Sehr, sehr guter Play von meinem Gegner. Sein Magnus ist tatsächlich ein Pokémon, mit dem gerade sehr viele Leute ausprobieren. Ich bin mir fast sicher, dass er Wasserdüse spielen möchte. Ja, machen wir das mit Erdbeben. Wir gehen auf einen krassen Erdbeben. Aber Terra kristallisiert, damit wir so viel Schaden wie möglich machen können. Und gehen auf Bizarro-Raum. Das klingt jetzt erstmal komisch. Meine Idee ist aber, falls er wirklich Wasserdüse hat, will ich den Bizarro-Raum wieder zurücksetzen, damit Baujian nicht im Nachteil ist. Ich hoffe, damit liege ich richtig. Ich weiß halt nicht, ob Ursaluna genügend Damage dabei hat. Er geht auf Wasserdüse. Das reicht aus, okay. Ja, es war die Option immer da, dass er auch nicht Wasserdüse hat. Also ich habe sehr viel Samagnus auch gesehen. Das ist ein interessantes Pokémon. Auch im Regenteams mit Wassertempo. Mudra reicht bei weitem nicht aus. Wir reversen unseren Bizarro-Raum. Ich komme ein bisschen nicht klar, wie krass der... Was für Balls der einfach hatte. Also er hat wortwörtlich einfach... der Ausbruch. Respektabel. Also wirklich, respektabel. Kann man machen. jetzt können wir Eiskreisel einsetzen, dass wir gut reinknallen. Mit Kommando darf ich dann doppelten Eiskreisel spielen und das sollte eigentlich reichen, um ihn rauszunehmen. Wasserdüse wird niemals reichen. Eiskreisel Nummer 1 glaube ich auch nicht. Ursaluna ist einfach Ursaluna, aber wir haben ja Kommando und damit können wir Ursaluna rausnehmen. Sehr, sehr schön. Auch wenn mein Gegner ein... Ich weiß nicht, ob das jetzt so krass ist, wenn man sich das nur als anguckt, aber in meinem Kopf war das so, ich kann safe den Bizarro-Raum rausholen und vielleicht sogar super wenig Schaden bekommen. Also vielleicht war das nicht so krass als Zuschauer, aber für... Kann ich doppelt Tiefschlag einsetzen? Weiß das jemand? Wenn ich Kommando einsetze, ich will mal ausprobieren. Tiefschlag ein. Oh, es reicht schon aus, okay. Eine Frage, die wir vielleicht irgendwann anderes Mal beantworten können. Das war
ein recht kurzer Kampf, aber definitiv auch ein recht starker Gegner. Gut gemacht, Blue Robin. Das waren die drei Kämpfe mit den bedrohten Tierarten. Schaut, wie gesagt, gerne in die Videobeschreibung zu den Links, wenn ihr euch mehr Infomaterial dazu anschauen wollt. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und das war's mit einer weiteren Folge Thementeams. Probiert das Team gerne selbst aus und lasst mich wissen, wie gut ihr euch damit geschlagen habt. Und wie cool Ursaluna ist. Und ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen verdammt schönen Tag. Ich bin raus. Peace out.